Achtung YouTube, jetzt geht's los. YouTuber sein, das ist heute Traumberuf Nummer 1 für junge Leute. Aber in der Realität ist das kein Traumjob, sondern ein Albtraumjob. Viele Kanäle sind komplett von der Bildfläche verschwunden und andere sind so zurückgefahren worden, dass sie eigentlich gar nicht mehr existieren. Seinen Lebensunterhalt mit YouTube zu verdienen, ist heute eigentlich gar nicht mehr möglich. Jobsicherheit gleich null. Man hat das Gefühl, dass YouTube unabhängige YouTuber eigentlich gar nicht mehr will. YouTube ist heute hinter den Hollywood-Celebrities her, ganz einfach deswegen, weil die Anzeigenkunden lieber Will Smith als Liv Lloyd haben. Für die Kanäle von Fernsehsendern, da gibt es keine Zensur, da gibt es keine Demonetarisierung, da wird nichts gelöscht. Ganz im Gegenteil, YouTube pusht diese Kanäle mit aller Macht. Und all das ist einfach reine Profitgier. Nur sollte YouTube nicht die Rechnung ohne den Wirt machen. Vor etwas über einem Jahr haben wir die YouTubers Union gegründet. Viele, viele tausend YouTuber und auch YouTube-User haben sich zusammengestellt, einfach um YouTube wieder zu dem zu machen, was es eigentlich mal war. Viel bewegen konnten wir allerdings bis jetzt nicht. Aber genau das ändert sich jetzt. Die IG Metall, ihres Zeichens die größte unabhängige Gewerkschaft der Welt, und die YouTubers Union haben sich zusammengetan und das Joint Venture Fairtube gegründet. Jetzt wird es richtig eng für YouTube, denn Fairtube ist eigentlich unschlagbar. Wir haben auf der einen Seite 125 Jahre Erfahrung im Arbeitskampf, wir haben super Juristen, wir haben außerdem eine Gewerkschaft mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern und die trifft jetzt auf die große Masse an unzufriedenen YouTubern und YouTube-Usern. Wir wollen YouTube dazu bringen, massive Änderungen zugunsten der YouTuber einzuführen. Und wie wir das erreichen wollen, sagen wir euch heute in diesem Video. Und wollen euch gleichzeitig um eure Unterstützung bitten. Wir sind hier im 15. Stock des Gebäudes der IG Metall. Bei mir ist Christiane Berner. Hallo Christiane. Hallo Jörg. Christiane, was ist denn dein Job bei der IG Metall? Ich bin seit mehr als 30 Jahren Mitglied. Ich war Jugend- und Auszubildendenvertreterin, Betriebsrätin. Seit 20 Jahren arbeite ich jetzt für die IG Metall hauptamtlich. Und jetzt bin ich zweite Vorsitzende. Und mein Job ist soziale Gerechtigkeit. Eigentlich muss man nicht erklären, was die IG Metall ist. Das ist die größte unabhängige Gewerkschaft der Welt. 2,3 Millionen Mitglieder steht hier. Über 125-jährige Geschichte. Was aber jetzt viele nicht wissen, es geht längst nicht mehr nur um Metall. Sondern es geht auch um Crowdworking, es geht auch um digitale Arbeitswelten. Die IG Metall kümmert sich schon seit ein paar Jahren auch intensiv um das Thema Crowdworking, also auch um YouTuber. Einfach um Menschen, die im Internet ihr Geld verdienen. Und ich kann euch sagen, wenn die IG Metall sich mal um ein Thema kümmert, wenn die mal einsteigen, dann richtig. Mit der IG Metall im Rücken sind wir richtig schlagkräftig und die Hilflosigkeit, die ist vorbei. Vor allem dann, wenn die YouTuber mitziehen. Wir haben als Gewerkschaft eine Erfahrung gemacht. Alleine steht man ziemlich machtlos da. Aber gemeinsam kann man viel erreichen. Und hier kommt die YouTubers Union ins Spiel. Das ist eine sehr junge Internetbewegung, die wurde erst 2018 gegründet, aber hat schon ca. 15.000 Mitglieder. Und in dieser Zeit habt ihr echt vieles bewegt. Treffen mit YouTubes Führungsebene, sogar erste Zugeständnisse und ganz viel Presse. Es war schon ziemlich turbulent in letzter Zeit. Aber mit der gemeinsamen Aktion Fairtube werden wir richtig was erreichen. Und welche neuen Chancen wir jetzt haben, das erklären wir euch in diesem Video. Unsere Forderungen sind so einfach wie notwendig. Wir fangen an mit volle Transparenz. Veröffentlicht alles. Regeln, Kategorien, Verfahren. Eigentlich selbstverständlich. Aber in der Realität findet Transparenz bei YouTube nicht statt. Es wird alles geheim gehalten. Die Regelwerke, wie die Bots entscheiden, wie die Zensoren entscheiden, in welche Kategorien unsere Videos eingestuft werden, welche Videos gefördert werden und welche unterdrückt werden, das geht so nicht und das muss geändert werden. Begründet Demonetarisierung und Löschung. Ein genereller Verweis auf die schwammigen Regelungen reicht vorne und hinten nicht. Wir fordern genaue und nachvollziehbare Gründe für jede derartige Entscheidung. Gebt uns menschliche Ansprechpartner. Jeder YouTuber ist ein Mensch und verdient Respekt. Schluss mit immer gleichlautenden Standard-E-Mails, die Hiobsbotschaft nach Hiobsbotschaft überbringen. Ein Partner hat verdient,
einen entscheidungskompetenten Ansprechpartner zu bekommen, mit dem man jede Angelegenheit diskutieren kann. Lasst Menschen entscheiden und keine Maschinen. Richtet eine neutrale Schlichtungsstelle ein. YouTube nennt die YouTuber Partner. Aber das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die ganze Macht gehört YouTube. Und das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine unabhängige Stelle, die bei Disputen einfach entscheidet und an die sich dann alle zu halten haben. Das funktioniert anderorts übrigens wunderbar. Die IG Metall hat den Code of Conduct mit weiterentwickelt. Das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung für soziale Standards von den Crowdworking-Plattformen. Und da gibt es eine solche Schiedsstelle und das funktioniert ganz prima. Lasst uns mitreden. Ohne die YouTuber wäre YouTube gar nichts. Der ganze Erfolg beruht eigentlich nur auf der harten Arbeit der Creators. Und deswegen ist es auch nur fair, wenn die YouTuber an den Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Was wir brauchen, ist ein Beirat, ganz klar, der auch mit YouTubern besetzt ist, sodass wir an der Zukunft der Plattform teilhaben können und mitreden können. Das sind unsere Forderungen. Und es ist unser Ziel, sie umzusetzen. Und das so bald wie möglich. Und jetzt aufgepasst, ihr Manager bei YouTube. Ihr habt jetzt ganz genau 4 Wochen Zeit, Gespräche mit uns aufzunehmen. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr läuft. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Haut rein. Wir haben unsere Forderung heute an YouTube in Hamburg zugestellt und haben sie förmlich aufgefordert, innerhalb von 4 Wochen in Verhandlungen mit uns einzutreten. Wir haben 3 schlagkräftige Strategien. Davon sind 2 Themen für die Juristen und 1 Thema, da kommt ihr ins Spiel. Da wäre zuerst die mögliche Scheinselbstständigkeit der YouTuber. Das hat wirklich Brisanz. Weil das Thema aber sehr komplex ist, haben wir uns einen absoluten Experten dazu geholt. Dr. Thomas Klebe ist hier. Vielleicht der renommierteste Arbeitsrechtler in Europa, sage ich mal einfach so. Thomas, was hat das auf sich mit Scheinselbstständigkeit? Danke, Jörg, für die Lorbeeren. Scheinselbstständigkeit bedeutet, dass jemand als Selbstständiger, als Unternehmer tätig wird und arbeitet, obwohl er eigentlich eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer ist und alle Schutzrechte entsprechend hätte, wie zum Beispiel Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch und Sozialversicherungsrechte. So wie YouTube mit YouTubern umgeht, muss man sich wirklich die Frage stellen, sind das noch unabhängige freie Partner oder miserabel behandelte Angestellte? Es spricht viel dafür, dass die YouTuber Scheinselbstständige sind. Und Jörg hat mich ja informiert über die Details, wie YouTuber arbeiten. Und da ist einiges, was dafür spricht, dass sie eben nicht Unternehmer sind, nicht Selbstständige sind. Zum Beispiel arbeiten sie als Partner nach genauen Regeln und Weisungen von YouTube. Sie werden ständig geratet und in ihrer Arbeit kontrolliert. Und schließlich erfolgt die gesamte Akquise, die Kundenverwaltung, die Werbung über YouTube und nicht über den YouTuber. Und wenn ich das alles mal zusammenfasse, dann kommt man kaum auf die Idee, dass das unabhängige Videoproduzenten sind. Es spricht viel dafür, dass es Scheinselbstständige sind. Und wenn sich nun gerichtlich herausstellen sollte, dass YouTuber wirklich Scheinselbstständige sind, was hätte das dann für Konsequenzen? Dann wären sie Arbeitnehmer und keine Selbstständigen. Und das würde für YouTube sehr, sehr teuer, allein schon wegen der ganzen Sozialversicherung. Das würde ja das komplette Geschäftsmodell in Frage stellen. Deshalb wollen wir unsere Forderungen durchsetzen. Denn wenn YouTube einlenkt, dann sieht die Sache ja vielleicht schon wieder ganz anders aus. In Europa und in Deutschland ist in der Politik sehr, sehr viel in Bewegung. Die Politik beschäftigt sich intensiv damit, welche Schutzrechte eventuell erforderlich sind für Leute, die auf Plattformen arbeiten. Das könnte zum Beispiel sein, dass der Arbeitnehmerbegriff neu definiert wird und erweitert wird. Denn eins ist sicher, YouTuber sind in hohem Maße schutzbedürftig. Und sowas schaut sich ein Gesetzgeber auch nicht lange an. Deshalb ja unsere Forderungen. Sollte YouTube aber nicht mit uns reden, dann werden wir das Thema Scheinselbstständigkeit gerichtlich auf den Prüfstand stellen.
Sollte YouTube aber nicht mit uns reden, dann werden wir das Thema Scheinselbstständigkeit gerichtlich auf den Prüfstand stellen. Da gibt es viele Möglichkeiten und ja, eine spannende Sache. Der zweite große Angriffspunkt, der richtet sich gegen YouTubes Geheimhaltung, denn die könnte nämlich illegal sein. Jedes Video, das von einem YouTuber hochgeladen wird, wird von einer ganzen Armee aus Bots und menschlichen Zensoren begutachtet und in Kategorien eingestuft. Und die Anzeigenkunden können solche Kategorien dann ausschließen. Davon merkt der YouTuber eigentlich nichts, außer dass das Video überhaupt kein Geld mehr verdient und auch von YouTube versteckt wird. Denn welches Interesse sollte YouTube haben, ein Video zu pushen, an dem kein Geld verdient wird? Der YouTuber, der kann nur raten, was gerade passiert, und machen kann er dagegen rein gar nichts. Ja, diese Geheimniskrämerei geht natürlich überhaupt nicht in Europa. Nach der Datenschutzgrundverordnung müssen Plattformen wie YouTube auf Anfrage alle personenbezogenen Daten mitteilen. Die Datenschutzgrundverordnung gilt für alle Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten. Und das gilt natürlich auch für so große Plattformen wie Facebook oder YouTube. Das sind Gesetze, an die sich alle halten müssen. Und was passiert, wenn sich herausstellt, dass YouTube in der Tat gegen die DSGVO verstößt? Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass bis zu 4% des weltweiten Umsatzes des vergangenen Geschäftsjahres als Strafe festgesetzt werden können. YouTube erzielt Milliarden Umsätze. Die Strafe würde also drastisch ausfallen. Das ist ein hoher Preis für unnütze Geheimniskrämerei. Selbst wenn die Strafe bezahlt wird, jeder Verstoß zählt einzeln. YouTube muss also mit der Geheimniskrämerei aufhören. Zumindest in Europa haben die Menschen ein Recht darauf zu wissen, welche Daten über sie gespeichert werden. YouTube hat jetzt noch die Chance, das Thema ohne hohe Kosten beizulegen. Wir freuen uns auf die Gespräche. Last but not least gibt es noch eine weitere, sehr, sehr mächtige Maßnahme. Und da kommt ihr ins Spiel, die YouTuber. Helft uns dabei, YouTube für alle Beteiligten besser zu machen. Besucht unsere Website, verbreitet dieses Video und besucht uns auf Facebook und Twitter. Und vor allem, tretet in die IG Metall ein. Ich habe das schon vor ein paar Monaten getan. Die IG Metall ist für uns YouTuber eigentlich die perfekte Gewerkschaft, weil sie sich wirklich um unsere Belange kümmert. Und je mehr Leute eintreten in die IG Metall, umso schlagkräftiger wird das. Auf der Website fairtube.info findet ihr alle wichtigen Informationen über eine Mitgliedschaft in der IG Metall. Wir freuen uns riesig über jede Mitstreiterin und jeden Mitstreiter. Wir haben eine richtig lange Liste mit Aktionen und bei diesen Aktionen brauchen wir euch. Ihr müsst mitmachen. Aber ich kann euch versprechen, sollte YouTube jetzt nicht mit uns sprechen, dann müssen sie sich auf einen richtigen Shitstorm gefasst machen. So, YouTube, jetzt liegt es an euch. Sprecht mit uns. Wir sind sicher, es kann eine Lösung geben, die für alle Beteiligten passt. Nicht nur das. Was ist YouTube eigentlich wert, wenn die YouTuber unzufrieden sind? Liebe YouTube-Manager, seht's doch ein. Nur wenn wir zusammenarbeiten, kann YouTube erfolgreich bleiben. Ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit, auf uns zuzugehen. Ab jetzt werden wir jeden Tag ein neues Schlaglicht auf das Thema YouTube ist unfair werfen. So, wow, das war's für heute. Ein großer Tag für alle YouTuber. Danke und bye bye.